Moin, was geht ab, Jungs? Heute haben wir mal wieder Rewards am Start und ja, wir gehen direkt rein. For Champions Rewards. Ja, diese Woche leider nur Silber 1 geholt, beziehungsweise Silber 1 aufgehört, weil ja, ich dann keinen Nerv mehr hatte. Aber trotzdem haben wir einen Player Pick und den machen wir wie gewohnt im Nation Player Pick auf. So, und dann würde ich sagen, gehen wir rein in 3, 2, 1, let's go. Komm schon, gönn eine schöne Flagge. Deutschland und Frankreich. It's not bad, aber ja, kann jetzt, glaube ich, nichts kommen, was allzu krass ist, ne? Wir machen natürlich wieder ein Stats-Reveal. Dafür schieben wir das einmal hier rüber. Dann machen wir das wieder aus. Und jetzt R3. Jetzt gibt man ein bisschen durch, dass wir nicht wissen, welche Flagge das jetzt ist. Und dann gucken wir mal rein in die Stats. Das ist schon mal gute Physis. Verteidigung. Das ist dieser Thaddäus-Kopf, glaube ich. Ja, Thaddäus, naja. Next one, das ist Bakambu jetzt, brauchen wir gar nicht gucken. Okay, und dann jetzt hier der Deutsche. Ja gut. Ich glaube, das Kind ist im Brunnen gefallen. Keine Ahnung, wer das ist. Gündogan, ja. Ja, ich nehme natürlich Gündogan, weil höchstes Rating. Und übrigens auch nicht wundern, Jungs, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen ist meine Stimme auch ein bisschen am Arsch. So, dann machen wir die zwei Packs hier mal auf. Keine besonderen Packs, aber vielleicht kommt ja trotzdem was Schönes raus. Schauen wir mal rein. Ein Workout würde ich auf jeden Fall begrüßen. Ich meine, es sind diese ganz frische Karten im Moment in den Packs. Da können sie eigentlich schon mal was gönnen, oder nicht? So, Megapack dann auch noch. Schauen wir auch noch mal schnell rein. Und danach gehen wir in die Rivals Rewards, beziehungsweise in die SPC Packs. Ich gucke nämlich jetzt gleich mal, was ich in Rivals mitnehme. Gut, hier gibt es eh nur Müllpacks. Und ja, dann nehme ich auf jeden Fall lieber die 32.000 Münzen mit. Weil die können wir jetzt nämlich auch gut in die SPC stecken. Und zwar haben wir hier einmal das 85x10 und 86 plus ja, diese Upgrades da bekommen. Und ich werde vielleicht auch noch hiervon einen machen von den drei. Eckstehs werde ich mir wahrscheinlich auch noch mitnehmen, der sieht auch ganz cool aus. Aber ansonsten gehen wir jetzt erstmal hier rein, machen erstmal hier dieses 85x10 und gucken, was da Schönes rauskommt. Vorher müssen wir aber erstmal ganz gut so ein 85x90 Tot-Spieler-Pack machen, weil ja, wir brauchen ja einen Tot für die SPC. Und ja, gucken wir mal. So 89 Rates oder so wäre schon was Schickes. Lass was gut sein, ich glaube 85 oder so. Ja, 85. Perfekt. So Jungs, das geben wir ab. Oblak 96 in Rot schicken wir rutschen, Gündogan in Rot, dann die Yoruba Chiche und diesen Tots, den wir gerade gezogen haben. Und ja, komm, weg damit. Ich meine, wir kriegen auch viel SPC-Futter zurück. 10, 85er mindestens. Okay, dann würde ich jetzt sagen, 3, 2, 1, let's go. Ein Team of the Year wäre jetzt schon ganz lecker. Ich meine, ich habe fast alle außer Ramos und CR7 jetzt von den aktuellen. Ist sogar. Ne, ist keiner. So für die Final, glaube ich. Kimmich nicht so stark, ne? 90 Rating nur. Ah, ist nicht so gut, glaube ich. Wenn da jetzt nicht noch viele 90er dahinter sind, dann ist es echt nicht so gut. Okay. Also, rein werttechnisch ist es, glaube ich, kein Big L. Aber ich weiß nicht so richtig. Es sind schon ein paar coole Karten dabei. So, diesen 86 Plus Player Pick machen wir jetzt hier auch noch. Hier schicken wir Kimmich auf die Reise, haben wir gerade gezogen. Und ja, wir öffnen das jetzt einfach mal ganz normal. Mal gucken, was dabei rumkommt. Kein ja, Stats Review oder sonst irgendwas. Einfach rein da. Gut, 90er abgegeben, 90er zurückbekommen. Ja, eher Minus gemacht, würde ich sagen. Machen wir jetzt hier noch einen von diesen Foot Champions Upgrades. Hier, muss man dazu sagen, habe ich heute Morgen oder gestern Abend auf Twitter gelesen, dass sie das gepatcht haben. Also da haben die Leute viel zu krasse Sachen rausgezogen. Und dann hat die EA gesagt, ja komm, machen wir das schlechter. Und die haben das sogar offiziell auf Twitter bekannt gegeben, dass sie das schlechter gemacht haben. Was ein bisschen komisch ist, aber vielleicht ziehen wir trotzdem was Schönes. Ich gebe hier Romario ab oder Romarinho oder wie auch immer. Okay, also wir kriegen hier entweder einen Tots, einen Weg zum Ruhm oder Sommerstar. Also mit Verratti, Chiellini, Chiesa, Locatelli und Spina wäre ich eigentlich echt zufrieden. Und ja, würde ich sagen, komm, gehen wir mal rein, gucken, was da Schönes kommt. Es gibt ja auch viele andere, so Acuna oder sowas ist ja auch relativ krass eigentlich. Wir schauen einfach mal. Also Italien-Flagge wäre schon richtig geil. Ich glaube, das ist Tots Messi einfach jetzt. Ja, gut, perfekt. Perfekt, keine Ahnung, wer das ist hier. Guanca. Wir holen jetzt auch noch Alex Tees mit. Erstmal hier das 84er Team, geben wir ab. Nichts Besonderes dabei, ein paar
High-Rated, ein paar Low-Rated Karten. Dann öffnen wir ganz schnell hier das Pack. Wird wahrscheinlich eh nichts rauskommen. Das ist eh nur so ein, weiß nicht, 22,5K-Set, glaube ich. Ah ja. Ja, gut. Andere SBC geben wir jetzt hier auch ab. Hier schicke ich noch Paprikas und die Maria auf die Reise, weil dann konnte ich mir einfach hier bei den anderen Spielern noch ein bisschen was sparen. Und ja, gut. Dann haben wir jetzt nämlich den guten Ajax Steels hier am Start. Und das ist eine geile Karte, man kann man nicht sagen. Für den Preis 150k. Da läuft da raus jetzt hier schön. Sieht schon krass aus, Alter. Sieht schon krass aus. Vor allem der Link halt zu meinem Thiago Silva, den ich ja habe. Naja, Jungs, gut, das wäre es jetzt auch erstmal von dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und da habe ich jetzt auch zu sagen, haut rein und ciao.